Ich glaube, das gehört euch. Der Bogen meines Großvaters. Aber woher habt ihr ihn? Einer von den Söldnern der Flint-Gesellschaft hatte ihn. Danke. Es ist zweifelhaft, um den Verlust eines Gegenstands zu trauern, wenn die ganze Familie gestorben ist. Aber ich habe an ihn gedacht. Was hat es mit dem Bogen auf sich? Als jüngster Sohn war es meine Aufgabe, die Miliz von Starkhaven anzuführen. Aber ich war nie gut mit dem Schwert, wurde zu oft getroffen. Mein Großvater sagte, der Bogen sei die Waffe des klugen Mannes. Mit ihm verteidigt er seine Stadt, ohne die Tore zu öffnen. Großvater sagte, an dem Tag, wo ich seinen Bogen spannen könnte, würde er mir gehören. Warum hattet ihr ihn da nicht dabei? Ich war 13, als mein Großvater mir dieses Versprechen gegeben hat. Aber dann stand ich immer früh morgens auf und übte, bis ich den Augenschlitz eines Helmes von der Spitze der Festung austraf. Aber meine Eltern überantworteten mich der Kirche, bevor ich es ihm zeigen konnte. Standet ihr eurem Großvater nahe? Der Prinz von Starkhaven war weltlich orientiert, aber sein Glauben an den Erbauer war dennoch unerschütterlich. Als meine Eltern drohten, mich der Kirche zu übergeben, verriet er mir, dass er seinen Titel mit Freuden gegen ein Leben der Kontemplation eintauschen würde. Der Erbauer hat für jeden von uns einen Platz erwählt, sagte er immer. Wir müssen lediglich dienen. Ich bedauere es, dass ich sie nie kennenlernen durfte, um sie zu retten. Ich weiß. Ihr seid eine wahre Freundin, Hawk. Ihr habt mir das gebracht, damit ich mich an sie erinnere und sie ehre. Aber könnte ich unseren geringsten Diener zurückbringen, indem ich den Bogen zerbreche, ich würde es ohne Bedauern tun. Ich habe gehört, ihr seid von adliger Abstammung. Mein Vater war ein Chevalier. Er musste aus Orlais fliehen, als sein Gönner ermordet wurde. Das tut mir leid. Ich wäre ohnehin nicht für ein Leben als orlesianische Adlige geeignet gewesen. Aber ihr hattet euch doch bestimmt etwas anderes gewünscht. Eine Dame aus Orlais zu sein, statt einer Stadtwache. Keinen einzigen Augenblick. Ich töte lieber einen Banditen und rette die Familie eines Händlers, als die richtigen Tanzschritte zu kennen und zu wissen, welches Wangenrot gerade in Mode ist. Ich hatte mal wieder Ärger mit einer eurer Frauen, Isabella. Sie hat einen abgelenkten Freier bestohlen. Ihr könnt von Glück sagen, dass sie nicht eingesperrt wurde. Meine Frauen? Ich bin lediglich eine Art Schäferin. Unterdrückt ihr mal wieder das freie Unternehmertum? Diebstahl ist kein Unternehmen. Unzureichend gesicherte Gelegenheiten, Verbrecher ohne Opfer. Mit Ausnahme der vielen Opfer.
Details, opferlose Details. Ich war früher häufig an Orten wie diesem. Wie oft mussten mich meine Eltern von unseren Dienern nach Hause tragen lassen. Ich habe gehofft, dass ihr kommt. Ihr habt schon so viel für mein Fenrir getan, aber ich habe ihn beim Volk besucht, aber er hat mich weggeschickt. Ich weiß, dass die Dämonen ihn immer noch heimsuchen. Und jetzt haben sie ihn mitgenommen. Vor 2 Tagen hatte Fenrir einen Albtraum und ist daraus nicht zurückgekehrt. Kann man ihn nicht wecken? Die Hüterin sagt, er sei dem Tode nah. Sein Atem lässt noch einen Spiegel beschlagen, aber mehr nicht. Es gibt doch bestimmt Magier, die ihn im Nichts aufspüren können. Ich habe Hüterin Marathari kontaktiert. Die Dalish haben ein altes Ritual, das helfen könnte. Aber dazu muss jemand, dem Fenrir vertraut, das Nichts betreten, um ihn zu befreien. Ich habe mich schon früher ins Nichts gewagt. Vielleicht kann ich ihm helfen. Ihr wart so freundlich zu uns. Fenrir hält euch für eine wahre Freundin. Marathari kommt her, um das Ritual durchzuführen, das Fenrir zurückbringt. Die Sachen aus seiner Kindheit sind sein Anker. Spielereien im Traum? Klingt wie eine interessante Erfahrung. Ich bin dabei. Vielleicht sollte man das besser dem Zirkel überlassen. Ihr sprecht davon, das Nichts zu betreten? Tut das nicht, Hawk. Durch derartige Torheit wurde die goldene Stadt verdorben. Ich habe die Hüterin bereits verständigt. Wir müssen so schnell wie möglich mit dem Ritual beginnen. Möchtet ihr hierbleiben oder nach ihrer Ankunft wiederkommen? Ich muss erst noch einiges erledigen. Ja, regelt eure Angelegenheiten. Sobald ihr im Nichts seid, könnt ihr nur noch mit meinem Sohn wieder heraus.